Soll ich schon loslegen oder so? Wolltest du noch was sagen oder sagst du hinterher was? Ich habe alles gesagt. Du hast alles gemalt, was du malst. Ja, meine lieben Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich ganz besonders, dass ich heute hier sein kann. Das ist keine Floskel. Das liegt daran, weil ich zwei gute Gründe habe, hier zu sein. Der erste gute Grund ist die Petra P. Jane, die seit vielen Jahren mit mir sehr gut über die Malerei verbunden ist. Kommt später noch drauf. Das zweite ist, dass ich mal wieder in meiner Vaterstadt sein kann, die ich vor 40 Jahren mutwillig verlassen habe, um eine Professur in Eichstätt anzutreten. Und ich habe es relativ überstanden. Jetzt seit 6 Wochen bin ich in Rente und ich hoffe, dass mir der Ogu der Kleinstadt nicht zu sehr anhaftet. Ja. Meine lieben Freunde, ich habe sehr gerne diese Aufgabe übernommen, hier zu dieser Ausstellung, zu Petra, zu ihren Bildern, zu P. Jane, einige Worte zu sagen. Vernissagen sind ja Momente der Begegnung. Der Begegnung zwischen Menschen. Die Begegnung ist heute sehr intensiv aufgrund der räumlichen Voraussetzungen. Ja, ich kann nur sagen, genießen Sie es. Das zweite, die Begegnung zwischen Bildern und Menschen. Das ist heute etwas eingeschränkt, weil wir sehr viele sind. Aber diese Begegnung zwischen Bildern und Menschen ist der eigentliche Sinn einer Vernissage. Es kommt noch ein drittes Moment dazu, das man manchmal gerne übersieht. Hier begegnen Bilder, Bilder. Wir haben auch Begegnungen zwischen Bildern. Nie oder selten hängen Bilder eines Künstlers in dieser Nähe zusammen, in dieser Verschränkung, in dieser Enge, in dieser barocken Hängung. Ja? Wir haben damit einen Eindruck, der sehr intensiv ist. Die Bilder, wenn sie so eng hängen, wenn sie von einem Künstler präsentiert werden, können ja sehr zwiespältig miteinander umgehen. Ich kann mich erinnern, als ich vor vielen Jahren eine Renoir-Ausstellung besucht habe mit 80 Bildern, davon über 60 Frauenakten. Ja? Ich konnte nach einer halben Stunde keine dieser Damen mehr sehen. Diese rosa Pink-Soße, die sich hier über Dutzende wohlproportionierter Gesäße ergossen hat, ja, hat mir ein McDonald's-Gefühl vermittelt, das ich vorher nie hatte. Ja. Kein Wunder, dass er diese Bilder mehrheitlich nach Amerika verkauft hat. Er musste nicht mehr drüber nachdenken. Sie wurden ihm von der Leinwand heruntergekauft und deswegen konnten alle gleich ausschauen. Sie sind nie zusammengekommen. Sie haben sich nie untereinander ausgetauscht. Hier haben wir heute Bilder einer Künstlerin, die zusammenkommen, die zusammenstehen, die sich untereinander austauschen können, die untereinander korrespondieren können. Jetzt könnte man auch sagen, ja, sind ja alle Frauen. Die meisten Motive sind hier Frauen. Es hat sich ein Mann mit Hut dazwischen gesellt, es hat sich ein männliches Kamel dazu gesellt. Ja, finde ich political correct. Ja, ist wahrscheinlich ein Mäzen oder wen auch immer du porträtiert hast. Frauen, die hier zusammengeführt sind, die repräsentieren in ihrer Gänze unterschiedlichste Aspekte des Frauseins. Ich werde danach noch etwas darauf eingehen. Ich möchte aber nicht versäumen, zunächst einmal auf die wichtigste Frau einzugehen, die nämlich hinter diesen Bildern steckt. Petra hat ja schon früh begonnen, die Welt mit Bildern zu beglücken, vor allem ihr Kinderzimmer, als sie die Wand mit einem riesen Baum verziert hat und damit die Eltern motiviert hat, ihr eine Leinwand zu schenken, damit sie nicht im Haus weitermalt. Ja? Aus diesen frühen Anfängen heraus, aus dieser Lust am Malen, ist sie erwachsen. Sie hat Privatunterricht bekommen, sie war mit 13, glaube ich, schon Mitglied des Künstlerkreises Taufkirchen. Also es war ihr schon vorgezeichnet, in den Olymp der Kunst aufzusteigen. Sie hat dann Kunsterziehung, Kunstpädagogik studiert bei Professor Hans Daucher, war früh schon Assistentin bei ihm, ein paar Jahre nachdem wir beide, der Helmut Hertl und ich, von Hans Daucher schon
damals als Assistenten entdeckt wurden, sodass wir aus dem gleichen Stall kommen. Ich kenne diesen Stallgeruch aus der Taucherwerkstatt. Und der bedeutet malen, malen, malen. Du lernst malen durch malen. Und wir hatten in Hans Taucher einen sehr, sehr kritischen Menschen mit einem sehr kritischen Blick, vor allem für schöne Frauen, ja, der sich nicht davon beirren ließ, was man gesagt hat, sondern der Wert darauf gelegt hat, was man gesehen hat. Und diese Taucherschule, wir könnten sagen, das war so unsere gemeinsame Basis, ist eine, die sich sehr, sehr viel später immer noch auswirkt. Auch wenn man die Freiheit in der Kunst entwickelt, auch wenn sich später hier nicht mehr um des Broterwerbs willen gearbeitet hat, sondern wenn sie just for fun hier ihre Bilderwelt entwickelt. Diese Anfänge bleiben, sie sind solide, man vergisst sie nicht. Man kann nur mit dem, und da nehme ich jetzt die Parallele zur Musik, improvisieren, was man wirklich drauf hat. Und da sind wir jetzt gleich bei ihrem Namen, P-Chain, ja. Wie die Disco-Chain präsentiert sie hier ihre Bilder. Sie legt praktisch immer wieder mit jedem Bild eine neue Platte auf, die eine Geschichte erzählt. Es sind Balladen, es sind Eindrücke, es sind Impressionen, alles sehr narrativ. Es gibt viel zu entdecken, es lohnt sich hinzuschauen und es sind, wie ich schon sagte, verschiedene Aspekte des Frauseins. Es ist das Mütterliche, das freut mich ganz besonders, dass das Modell auch heute da ist, Tanja, grüß dich Gott. Ja. Es ist die Tierliebe, Barbie und Buffy, wo sind denn die beiden? Ja, also diesen legendären Mops, der etwas später gekommen ist, weil er noch einen Auftritt bei Almaced hatte. Ja. Wir haben die verführerische, ja, Housewives, ja, selten eine Hausfrau gesehen, die mich so angemacht hat wie die. Ja, wir haben die intellektuelle, bohemartige Poetin, die wir hier an der Stirnseite sehen, die die Zigarette hält wie einst Beckmann, ja, und die im Erscheinungsbild durchaus als Lady Beckmann rüberkommen könnte und die wiederum beweist, was für eine, und jetzt werde ich ganz bayerisch, saugute Malerin sie ist, die P-Chain. Sie kann hineingreifen in verschiedene Stilrichtungen. Sie kann mit dem, was sie drauf hat, das ausdrücken, was ihr ein Anliegen ist. Das Kolorit ist kräftig. Es ist nicht aufdringlich. Ich war sehr überrascht. Ich habe sie ja erlebt in Civitella Italiano, wo ich seit 20 Jahren meine kleine Sommerakademie habe, meine Malkurse gebe, wo sie gearbeitet hat, wo sie die Malerin in sich wieder eigentlich richtig entdeckt hat, wo sie zu P-Chain geworden ist und wo sie in eine Malwut sich hineingesteigert hat. Ja, von Tag zu Tag, von Format zu Format. Jeden Tag ist die Leinwand größer geworden, bis sie am Schluss den guten Aribert sein Bettlaken streitig gemacht hat. Ja, und er mannhaft seinen Bettlaken verteidigt hat. Ich habe nie nachgeprüft, wer von euch da gewonnen hat am Schluss, aber es war unglaublich. Und unter dem Druck der Zeit hat sie eine Woche eine Wildheit in ihren Bildern entwickelt, die sie natürlich in diesen Bildern abgelegt hat. Aber sie liegt unter diesen Bildern, liegt diese Wucht, diese Power, die jetzt hier gebändigt ist durch den Duktus, den sie als gereifte Künstlerin, geht nicht aufs Alter, gereifte Künstlerin hier entwickelt hat. Dass diese Bilder als Ganze sehr ästhetisch sind, ja, teilweise sogar als schön bezeichnet werden müssen, kommt noch erschwerend hinzu. Ja. In einer Zeit, in der man ja die Kunst an der Betroffenheit misst, und zwar nur noch an der Betroffenheit, in einer Zeit, in der sie viel lesen müssen, um manche Bilder zu verstehen, in einer Zeit, in der sie an Gegenständen vorbeigehen und einer rempelt sie an und sagt, schau hin, das ist Kunst, ja, den berühmten Spruch, der Putzfrau, ist das Kunst oder kann das weg, haben wir alle im Hinterkopf. Und da muss ich sagen, und da gebe ich meine konservative Seele frei, es tut gut, wenn man Kunst als Kunst erkennt, wenn man diese Sinnlichkeit spürt, die in dieser Malerei steckt, von den Motiven her, aber auch von der Malweise her.
Es ist eine Malweise, die süffig ist. Man genießt es, sie zu konsumieren, und sie ist auf einer redlichen Basis. Das ist etwas, was man nicht schnell oder sich auf die Schnelle in einem Volkshochschulkurs oder an der Akademie Bad Reichenhall mal schnell reinzieht, sondern das ist etwas, was sich über viele, viele Jahre entwickelt hat. Ich hoffe, und dafür danke ich Bob, Bobs Art hier, dass diese Bilder die Resonanz finden, die ihnen zukommt. Dass diese Damen, die hier so eng aneinander hängen an der Wand, eine Bleibe finden, bevor sich hier ein Zickenkrieg entwickelt in dieser Galerie. Ja? Bevor sie in Konkurrenz, in wahre Konkurrenz zueinander treten. Es ist ein Stück moderne Malerei, es ist ein Stück freche Malerei und es ist eine Libertinage in diesen Bildern, die München, glaube ich, gut zu Gesicht steht. Es sind Bilder für München, es ist auch eine Verneigung vor der Großherzigkeit dieser Stadt und ich wünsche der Stadt und dir noch viel Kunst, die von dir zu erwarten ist. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ich wünsche mir, dass Sie sich irgendwann einmal die Zeit nehmen, um das zu tun, was man eigentlich tun müsste, die Bilder anschauen. Ja. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Dir, liebe Petra, viel Erfolg, der Galerie viel Erfolg. Und ich glaube, ich habe damit den Beweis angetreten, dass auch Professoren in Rente aufhören zu sprechen irgendwann. In diesem Sinne, Prost. Vielen, vielen Dank. Ja, da passiert das nicht. Ich bin voll.